Hallihallo, heute mal hallihallo. Ein Video von der Handkamera. Warum von der Handkamera? Ich brauche hier zwei Monitore, weil es geht sich im Prinzip genommen um ein Programm, das man normalerweise auf dem PC mit zwei Monitoren betreibt. Cut-Programme zum Beispiel haben meistens zwei Monitore im Gebrauch, ne? Ein Monitor, wo man eigentlich hinter das Bild sieht. Und andere, wo man mitarbeitet. Hier, womit arbeitet man hier? Das ist, warum mache ich das Video? Arcad Systemhaus, wie der Name schon sagt, ist was Deutsches. Es ist für Linux und eigentlich nur für Linux. Und es hat gleich für Ubuntu Installations-Skriptchen dabei. Ne? Runterladen, Download-Skript, Ausführer machen, starten, gut ist. Schon hat man Cut-Programm für umsonst, ne? Zumindest für privaten Gebrauch. Ne? Free, ne? Aus Deutschland und für Ubuntu und quasi nur für Linux. Das fand ich jetzt erwähnenswert. Nicht unbedingt, dass ich das hier benutzen werde. Ich bin andere Cut-Programme gewohnt, die sind so ein bisschen besser, finde ich. Aber das fand ich ganz nett. So, und deshalb jetzt hier mal von, also da soll das Bild erscheinen, da ist das Programm schon installiert. Arcad, deshalb mal erwähnt, weil mit CAD, Computer Aided Design, bin ich ja immer so ein bisschen unterwegs. So, also ich schwenke mal so ein bisschen hier rum tun, damit man das so ein bisschen größer sieht. So, Arcad, ich hoffe, das sieht man wahrscheinlich nicht, macht ja nichts, sei denn so gewohnt. Ich habe jetzt mal hier, das sieht ja aus wie Eiern, ne? Ja, passt zu Ostern. Das heißt auch nicht Eiern, das heißt Element. Ne? Das sieht aus wie ein I. Ja, also das Eiern 3P, das nehmen wir mal Elemente aus. Ne? Und deshalb normalerweise hier auf dem separaten Monitor nebendran macht man diese Spielerchen hier. So, also hier, wir machen mal was, das passt hier, der Golf. Hier ist ein Golf dabei, ja? Den sieht man hier ganz undeutlich. Golf. Das Programm ist schon etwas älter, deshalb ein Golf 1 mit Hänger. Ja. Einmal draufklicken, bestimmen Sie die Richtung, steht da unten, und dann nochmal klicken, bestimmen Sie die Ebene, und dann klickt man nochmal mit links jeweils. Und dann bestimmt man auch nochmal, wie, was, wie rum. Und wenn man genug bestimmt hat, dann ist es bald gut. Hier unten, wie gesagt, immer darauf achten, was er so sagt, dann nochmal klicken. Und irgendwann hat man seinen Golf dann hier, ne? Wenn er jetzt alle Fragen endlich mal zufrieden ist. Ne? Also wie gesagt, hier kann man dann auswählen, was man will. Klick, klick. Und gerade hatte ich es noch. So, genau. So, damit man abbrechen kann, geht man mit Rechtsklick auf Abbrechen und hier auf Beenden. Also das Programm ist nicht wirklich so eingängig. Ja. Tastatur, das ist jetzt ein Vorteil. Ne? Also, Shift und Steuerung gleichzeitig drücken und dann noch mit dem linken Maustaste und dann kann man so drehen. Also Shift, Steuerung gleichzeitig und dann drehen, dann sieht man den komischen Golf hier, der etwas älter ist. Das Programm ist schon nicht mehr so neu. So, dann hier Eiern. Ja, also gut, dann haben wir noch die Fenster. Die Darstellung ist dann wichtig. Da kann man noch schön einstellen, wie sieht er denn aus. Da gibt es dann View, also ich habe lange gefummelt, bis ich da hier überhaupt mal was zugange hatte. Ne? Also deshalb wirklich empfehlen kann ich es hier nicht. Also gut, jedenfalls kann man hier rendern. Verdeckte Kanten, Drahtmodell oder nicht. Ja? Dann sieht man das ganze Ding als Drahtmodell. Und dann muss man verdeckte Kanten oder nicht. Ne? Und hier mit Abbrechen kann man jedenfalls auch wieder so also abbrechen. Dann sieht man es direkt so. Fensterdarstellung. Ne? Und durchsichtig oder undurchsichtige Linien, Kanten, Körperkanten kann man auch auf unsichtig, undurchsichtig und einstellen. Nochmal Fenster, Darstellung. Perspektive, Fischauge. Ja? So. Fischauge, sei wachsam, Flächengefühl, Tageslicht oder nicht. Und so weiter kann man hier schön alles Mögliche einstellen. Ne? Das sieht auch schon ganz nett aus. Wie gesagt, Shift, Steuerung gleichzeitig, linke Maustaste. Und man kann dann hier so drehen und wenden. Gerade für die VW-Fans vielleicht ganz interessant, da mal zu gucken. Das sieht auch ganz nett aus. Also ein Cut-Programm 3D für Linux, das es schon ewig anscheinend gibt.
anscheinend eher für Architekten gedacht, weil da gibt es viele Optionen zum Ziehen von irgendwelchen Mauern und so weiter. Ne? Abmaßungsoptionen und so weiter gibt es auch, alles wunderschön. Und was ich noch zeigen wollte, Vergabe, da dachte ich erst jetzt so Ausschreibungstexte oder so, nee, kann man auch noch rendern. Visualisierung, da kommt nämlich, wollen Sie die Zeichnung speichern? Sag ich, ja, da habe ich schon mal geholfen. Ne? Speichern übrigens im Format III. Das heißt nicht, ich bin eklig, sondern das heißt so, dreimal I heißt das Format hier. Das hatte ich vorhin schon mal. Jawohl. Und jetzt kommt die Visualisierungseinstellung. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen größer wieder. So. Und da kann man quasi was einstellen. Sehe ich das hier? Sieht man das? Gut. Hintergrund, wenn man noch ein Hintergrundbildchen hat, sonniger Tag, regnerischer Tag, Abendstimmung, ich sag mal eine relativ hohe Auflösung mit Fokus, ohne nachts. Visualisierung starten, was ist denn das? Das ist eigentlich nichts anderes als GIMP. Ja. Und jetzt gehe ich mal hier raus und dann startet GIMP. Ja. Und dann sehen wir vielleicht auf dem anderen Monitor an. Und da sehen wir dann GIMP, dass GIMP das Bild gerendert hat. Gehen wir mal rüber. Sehen wir nämlich hier, ne? Interessant. So. Und dann sieht man das gerenderte Bild mit GIMP. Wenn ich mal. So viele Hände habe ich auch wieder nicht. Da dran. Kann ich nur um Stunden handeln. So, Steuerungstaste. Und dann sieht man das gerenderte Bild vom Golf mit Schattenwurf und allem Schnick und Schnack. Sieht doch ganz witzig aus. Also, wie gesagt, das ganze Programm für umsonst, für Linux und in 3D und in Farbe scheinbar auch. Da gibt es also diverse 3D-Elemente, die man da kombinieren kann. Bedienung nicht besonders eingängig. Zwischendurch speichern ist empfehlenswert, sonst kommt es so komische Effekte wie diesen, den ich da gerade so habe. Ja, gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Zurück ist übrigens hier, zurück ist da, zurück. Und man kommt dann auf andere Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel eine 3D-Frau irgendwo positionieren und einfügen. Und dann könnt ihr der Dame auch mal unter den Rock schauen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.